Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Folge der dritten Staffel von unserem Mock Battle. 7 Monate ist es her. Wow, 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 wow. 7 Monate einfach, das muss man sich vorstellen. Ja, und wir haben es komplett verpeilt. Also, sorry nochmal daran. Also, jetzt kommt auf jeden Fall die zweite Folge. Die erste Folge hat Luke gewonnen mit eine Stimme mehr, also 51%. Ich hatte 48. Wieso macht ihr sowas? Und ja, wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt keine Zettel mehr ziehen, sondern wir haben uns jetzt überlegt, dass wir Mustafa machen. Ja, weil Mustafa so ein seltener Planet ist, den wir fast nie irgendwie. Eigentlich haben wir so geplant, nach Episoden uns jetzt zu richten. Das heißt, als erstes kommt ein Planet aus Episode 1, dann das werden wir aber wahrscheinlich in der neuen Staffel so machen. Ja, in der neuen Staffel. Und zwar, da werden wir dann so nach Episode 1 kommt dann ein Planet und dann weiter die Filme halt bis Episode 9 wird es dann wahrscheinlich schon gehen. Genau. Und ja, da werden wir auch Solo und vielleicht auch die Serien mit einbeziehen. Genau. Also, dann würde ich sagen, ihr müsst dieses Speedbuilding jetzt nicht anschauen, sondern ihr könnt es auch überspielen. Dann unbedingt abstimmen bitte. Und natürlich jetzt schon im Voraus. Die Infobox ist oben. Schaut rechts euch das 100 Abonnenten-Special an auf Tisha Sings. Mega geil geworden. Abchecken. Unten in der. Ja. Und wichtig ist wirklich abstimmen, weil das ist das, was das Mock Battle ausmacht. Also macht das wirklich, weil sonst ergibt das Ganze hier gar keinen Sinn. Also, dann fangen wir jetzt gleich mal an. Bis gleich. So, wir werden jetzt halt hier, haben wir unsere Sachen aufgebaut und ja. Wir starten einfach jetzt halt mit dem Speedbuilding. So, wir haben jetzt hier zwei schöne Mocks zusammengebaut und Jule lässt mir jetzt den Vortritt und ja, dann fange ich auch mal an, mein Mock zu beschreiben. Ihr kennt sie alle,
die wunderschöne Szene aus Episode 3, die Rache der Sith, Anakin Skywalker, aka Darth Vader, gegen Obi-Wan Kenobi. Ich hatte jetzt leider keine Episode 3 Obi-Wan da, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ich muss sagen, ja, es ist jetzt nicht so gut detailliert, weil es halt eher Mustafa ist und man da wenig, ich dachte mir, da mache ich eher weniger Details. Also ich habe versucht, in die Lava ein bisschen Braun reinzubringen. Was ich eigentlich vorhatte, ist so wie Julian halt so Berge zu bauen, ein bisschen einen leichten Ansatz hier hinten, habe ich dann aber nicht fertig gekriegt, weil es an der Zeit ein bisschen lag und einfach nicht reingepasst hat. Ja, die Szene an sich finde ich eigentlich ganz schön gelungen. Also, ich meine mal, die Szene im Film war jetzt auch nicht so, sagen wir mal, die Landschaft war jetzt nicht so detailreich und ihr wisst ja, was ich damit meine. Also, es war echt nicht, also deswegen wusste ich auch nicht, was ich dazu jetzt großartig machen soll. Ich hoffe, ihr seht das so. Ja, so ist eigentlich ganz gut. Und ja, also ich habe halt versucht, hier mit den Schrägen diesen Hügel zu bauen, wo Obi-Wan dann den sogenannten High Ground hat. Und ja, also ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr findet es gut umgesetzt. Ich habe versucht, hier die Lava ein bisschen lebendiger zu machen mit dem Feuer hier. Wollte ich eigentlich noch mehr machen. Dazu haben mir aber auch die Teile gefehlt. Ich habe hier diese 1x2 mit der Noppen in der Mitte verwendet, aber habe nicht mehr viele gefunden, auch wegen dem Zeit-Timer, den wir halt jetzt haben. Das ist schon eine Einschränkung für mich. Aber wenn euch das Mod gefällt, stimmt auf jeden Fall dafür oben in der Infobox ab. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, kommen wir zu Julians Mod. Also ich habe mir es so überlegt, dass ich einen Berg einfach reinbaue, weil ich bei vielen Mocs gesehen habe, dass sie einen Berg reingemacht haben und dann wollte ich eigentlich auch mal einen Berg reinbauen. Ja, dann habe ich das gemacht, habe mir erstmal gedacht, okay, das wär's jetzt, wollte eigentlich noch einen zweiten machen, aber es wäre dann, naja. Am Anfang war eigentlich geplant, dass oben eigentlich der Fluss von der Lava geht und dass es dann so runter geht, aber wirklich wegen der Zeit ging es wirklich... Die Zeit ging wirklich schnell vorbei. Und dann habe ich mir erstmal hier einen Berg aufgebaut. Auf der Seite hier noch ein bisschen. Hier halt den Lavafluss durch. Und dann hier habe ich noch so Rohre durchgemacht. Weil es hier perfekt so ausschaut, als wäre hier irgendwelche Leitungen. Können wir perfekt die Rohre rüber tun. Das dann wieder wie im dritten Teil. Ich habe aber dafür eine Battlefront-Figur genommen, weil ich fand sie eigentlich ziemlich passend. Weil düstere Dinge. So einen geilen, alleine stehenden Trooper, also nicht Trooper, sondern Soldat, aber man sieht, also ich finde die Figur einfach mega geil und deswegen finde ich eigentlich, passt sie ziemlich gut und dann einfach hier, wie sie geht. Eigentlich so vom Plan war eigentlich mehr, dass das, dass die Lava flach ist, also wirklich so, dass ich mit diesen hier, mit denen hier, Fokus ist on fleek, also mit diesen kleineren, mit den 1x1er, dass ich dort den ganzen Boden zumache und dann halt ein paar Wölbungen rein tue vielleicht, aber hat wirklich die Zeit nicht hat die Zeit wirklich gefehlt und deswegen habe ich dann einfach drauf getan. Hier in den Seiten habe ich das dann gemacht, aber nicht so. Dann von hinten schaut das dann so aus wie grau, aber hellgrau halt. Hier steht halt ein Stein weg, weil ich wollte halt ein bisschen aushalten, ein bisschen rausgehen, damit hier ein bisschen die Regeln gebrochen werden. Aber an sich fand ich eigentlich das Mock ziemlich gut. Und ja, das war's mit meinem Mock jetzt. So, das wenn, sind jetzt nochmal beide Mocks. Ja, und so. Also, wichtig ist, stimmt ab für dieses, für das, was euch mehr gefällt auf jeden oben Fall. Oben rechts. Ja, sehr wichtig. Findet ihr die Abstimmung und den Link zu unserem Zweitkanal, wo ein schönes 100-Abonnenten-Special rausgekommen ist. Unbedingt abchecken, unbedingt anschauen, unbedingt gönnen. Es ist mega geil. Und ja, dann würde ich die Verabschiedung sagen. Ja? Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt eine Abstimmung da. Ein Like. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, denn... Wir haben schon Pläne für ein neues Abo-Special und die Produktion ist schon im Laufen. Also, ich würde sagen, bei 350 oder bei 400 Abonnenten
wird das Abonnenten-Special rausgehauen. Das ist noch eine Monate Arbeit wahrscheinlich. Monate. Ach, so lange? Ja, das dauert noch so lange. Ich habe jetzt gefühlt paar Wochen, eine Woche, glaube ich, jetzt schon dran gearbeitet. Nächte durch und wir sind noch nicht fertig. Das ist halt ein großes Projekt jetzt. Und ja, was es wird, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben vielleicht. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht nicht. Manchmal tust du ja auf Insta irgendwelche posten. Ja, also folgt uns auf Insta, Zweitkanal abonnieren, folgt uns auf Insta, Meister Ju, Juju Sings. Und dann würde ich nichts mehr sagen als ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bam.